Was machen wir jetzt? Erstmal kommt die Auflösung der letzten Woche. Also, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es die erste Auslose vom ersten Advent-Gewinnspiel. Hier habe ich heute meine Tüte. Ich weiß, ich bin heute nicht draußen, sondern hier. Sondern hat diverse Gründe. Ja, und zwar, ich weiß, es ist schon hell, das heißt, heute ist schon Sonntag. Ich habe gestern Abend trotzdem noch schnell diese Auslosung gemacht. Also es gab... Ich habe überall mal auf der Webseite geguckt, weil ich habe ja mehrere Kommentarblöcke, einige haben was falsch reingeschrieben. Und ich habe bei jedem mal geguckt und ich habe zwei gefunden, die zwar nicht auf die Frage geantwortet haben, aber die trotzdem was geschrieben haben. Und von den zweien hat da Alvin gewonnen, also der heißt dort Alvin. Den kenne ich meiner Meinung nach auch ganz gut, den gebe ich das morgen gleich. Und gewonnen hat der in meiner wunderschönen Wundertüte hier, das hier. Das ist einmal ein Keramikgefäß für Kerzen zum Beispiel. Und da in diesem Hütchen sind Räucherkerzen. Als Weihnachtspräsent. Gut. Also ich gebe denen das morgen. Genau. Gut. Dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die nächste Ankündigung mache. Und jetzt? Jetzt schmückst du den Tannenbaum. Aber den schmückt man doch erst am 23. Ja. Aber in dieser Welt und in diesem Jahr solltest du es aber genau heute und hier tun. Na gut. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Schau, sieht er ganz hübsch aus. Und sag mir, wie hast du dich denn jetzt dabei gefühlt? Ist jetzt schon ein bisschen weihnachtlicher, ne? Siehste, es funktioniert doch! Hast du zufällig Lust auf das zweite Rätsel in dem Keks-AV-Adventskalender? Ja? Dann lasst es euch jetzt erklären! Ja, das war heute dieses Video. Heute gibt's ein ganz cooles Adventsquiz. Und zwar eins, wo man nicht viel überlegen muss, sondern eher eine Sache, wo man sagt, ja... Haftig, hör auf. Ja, schön, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Heute gibt es ein cooles Adventsquiz. Ja, und zwar heute gibt es einfach so wieder auf meiner Webseite. Der QR-Code ist wieder hier. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, ein paar Fragen, um genau zu sein, drei Stück zu Weihnachten. Ja, die könnt ihr beantworten in dem Kommentarblock. Genau, also es sind einfach super weihnachtliche Fragen zu meinem Kanal und zu Weihnachten. Die könnt ihr gerne einfach beantworten oder ihr schreibt, weil was anderes cool ist, wie ihr gesehen habt, das zählt auch. Genau, das war's dann heute, das war's mit dem Adventsquiz. Es geht wieder bis nächste Woche Samstag, danach kommt wieder die Auflösung. Seid gespannt, viel Spaß.